Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Architect auf Killerkind.org. Ich bin Speedy und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, um mir zuzuschauen, wie wir dieses kleine Problem hier lösen. Das, was ich die ganze Zeit schon angedroht habe, dass passieren wird, ist jetzt leider eingetreten. Und wir müssen jetzt eigentlich extrem schnell sein, denn der wird sich nicht lange halten, zumal unsere gesamten Gefängnisse... Moment. Falsch. Genau, das hier ist ja alles für unsere großen Schwachköpfe. Das hier ist für die mittleren. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Platz für diese Person. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz schnell... Apropos, für Personal. Da. So. Wir müssten jetzt eigentlich extrem schnell irgendwie einen Bereich finden, wo der erstmal unterkommen kann, bis wir was haben, was funktioniert. Und möglichst weit weg von den Schwachmaten, weil die sind extrem aggro gegen diese Gesetzeshüter. Okay, hier sehe ich gerade, da fehlt Strom. Ja, ich habe, wie angekündigt, ein kurzes Stück weitergespielt. Das ist jetzt aber... Also wir sind jetzt gerade direkt nach dem Ende der letzten Episode. Ich habe aber schon mal in einem anderen, in einer Kopie des Spielstands weitergespielt, Heidewitzka. Und habe so ein paar Sachen ausprobiert. Mit unseren etwas mangelhaften Einkommen, ja, minus 5000, haha, wird das extrem schwierig, weswegen ich nicht, wie ich es jetzt primär versucht habe, hier nochmal den Gefängnisblock drankaufen werde und mich dadurch sowas von den Kosten stürze. Nein, ich würde jetzt hier unten den Bereich, beziehungsweise, ja, diesen Zellenblock würde ich entsprechend modifizieren, sodass er für die zu schützenden entsprechend verfügbar ist, beziehungsweise das hier hinten war ja auch mal ein Zellenblock, den könnten wir eigentlich nehmen. Ja, wir müssten auf jeden Fall erstmal eine Übergangszelle definieren. Das sollten wir auf jeden Fall schnell tun. Das sollte ja Kantine und sowas werden. Ich würde aber auch sagen, dass wir beispielsweise, geplant war ja, dass wir dann hier so einen Viererblock hatten. Und ich würde theoretisch sagen, damit unsere zu Schützenden zumindest erstmal auch geschützt sind, dass wir sie erstmal hier in einem eigenständigen Block unterbringen. Und, nee, Moment, das sollte so sein. Dass dann hier unten dieser komplette Bereich halt erstmal nur denen ist. Die zu Schützenden werden erstmal nicht alles haben. Was zwar schade ist, aber das ist jetzt leider gerade mal nicht zu ändern. Ja, wir müssen also irgendwie schauen, dass wir einen kleinen Gefängnistrakt zumindest noch gebaut bekommen mit unserem Geld. Wo wir erstmal eine Übergangszelle machen und wo wir eine Kantine für den machen. Die muss nicht allzu groß sein. Das sollten wir also entsprechend schon mal vorausplanen. Wir können alternativ... wir haben 38 normale. Das reicht nicht wirklich. Das reicht nicht ganz, das reicht nicht ganz. Sonst hätte ich eventuell gesagt, dass wir eine von den Zellen umdefinieren, aber... die mittlere Gefahrenstufe und Fritzen sind auch nicht wirklich gerade besser. Deswegen würde ich jetzt es wie folgt machen. Wir haben hier oben eine Übergangszelle, die wir im Moment nicht benutzen. Deswegen tun wir jetzt hier das zum Schutztrakt. Das ist ein gemeinsamer Bereich, sodass der Gefangene hier reinkommen kann und hier entsprechend dann eingeliefert wird. Und dann müssen wir leider ihn halt einen Tag hungern lassen, bis wir entsprechend eine Kantine für ihn vorbereitet haben. 8, 16... Okay, wir haben eigentlich auch nicht mehr genug Kapazität, um
die ganzen Leute hier essen zu lassen. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, also wir müssen zwangsweise jetzt Geld in die Hand nehmen. Uppala. So, sorry, da bin ich wieder. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir Geld reinkriegen. Ich könnte 10% meines Gefängnisses verkaufen, was ich nicht tun werde. Unser Kredit kostet uns 5.000. Hätten wir den nicht, wäre da auch alles okay. Ach man. Haben wir irgendwelche Subventionen, die wir vielleicht noch abschließen könnten? Ja, Ernährungsforschung. Haha. Ja, wir haben schon 100.000 Bankkredit, die wir erstmal zurückzahlen müssen. So ein Schrott. Ja, wir sollen unsere Kapazität auf 100 erhöhen. Das können wir aber mal gepflegt vergessen. Und das Ding hier gibt uns nur Abschlussboni. Oh. Wir müssen also irgendwie an Geld kommen. Ach, verflucht. Gut, wir lassen den davon jetzt erstmal einziehen, während wir hier hinten dann eine zweite Kantine einrichten. Genau dasselbe Bauschema wie hier. Nur, dass hier etwas weniger Platz dazwischen ist. Das würde dann zum Beispiel darin resultieren, dass wir Tisch. So, einer von diesen Serviertischen kann 25 Leute versorgen. Das heißt, ich würde dann hier einen Tisch hinmachen. Hier einen Tisch. Das sollte... Moment. Machen wir es etwas ordentlicher. So, sehe das dann aus. Und dann könnten wir hier die Wand ziehen. Und hätten hier dann die Wand und hätten hier unten dann die Küche, genauso wie hier. 3 hoch reicht vollkommen aus. Und dann hätten wir hier wieder für 8, 16, 24 Leute mehr was zu essen, können dann später noch erweitern. Werden wir zwangsweise müssen. So, diese Kantine hier werde ich aber vorerst nur für die... Naja, Quatsch, das ist ja auch Käse. Das heißt, ich sollte dann erstmal schauen, dass wir hier unten den Gefängnisblock irgendwie hinkriegen. Ach, so viel zu tun und so wenig Geld. Ihr merkt, es ist gerade echt nicht leicht. Gut, wir brauchen auf jeden Fall eine Kantine, sonst reißen uns die Gefangenen noch den Hintern auf. So, Objekte. Ich möchte eine... Was haben wir hier für eine Tür? Ferngesteuert. Und ich hätte gerne eine und da. So. Kein Kantinenzugang. Ist mir schon klar. So, wir hauen jetzt gerade mal den Turbo rein und schauen, dass der Gefangene da jetzt erstmal reinkommt. Das ist nicht gut. Okay, wir haben vorzeitige Entlassung. Ich hoffe jetzt mal, dass du nicht stirbst, während ich hier hinten baue. So, das Ding ist fertig. Oh. Seriously? Okay. Gut, das wäre sowieso problematisch geworden. Aber es ist nicht unser zu schützender. So, jetzt bauen wir hier schnell die Wände rein. Die Objekte, also ein Tisch. Tisch. Bank.
Und wir brauchen noch einen Serviettisch. Wo bist du? Komm her. Noch eine vorzeitige Entlassung, sehr schön. Wollt ihr mich jetzt wirklich ärgern? Seriously? So. Die Mauer ist gesetzt, das heißt, wir können hier jetzt noch schnell ein paar Herde hinsetzen. Ein paar Kühltruhen und ein Spülbecken. Und für die Versorgung natürlich noch ein Servomotor. So, unser zu schützender sollte jetzt hier drin sein. Schauen wir gerade mal nach. Gefangene. Hallo, wo bist du? Da ist er immer noch, okay. Nicht so gut. So. Brauchen hier auch noch ein paar Leuchten. Und natürlich eine Stromversorgung. Der wird hier oben drüber versorgt. So, und wir brauchen auch eine Wasserversorgung. Die kommt von hier unten dann. Was treibt ihr? Wo ist unser... Oh nein! Das ist das, was ich befürchtet habe. Unser zu Schützender ist gestorben. Da. Wieso haben die Scheißwärter ihn nicht da oben reingebracht, wo er hingehört hat? Nur weil ich keine Kantine hatte. Das wäre früher noch möglich gewesen. Ich war ja gerade dran, eine am Bauen. Entwickler, das müsst ihr echt besser machen. Der ist wegen euch gestorben. Nicht wegen euch Zuschauern, sondern wegen euch Entwicklern. So. Muss einfach mal gesagt sein. Verdammt. Das ist jetzt extrem ärgerlich, weil das unnötig war. Sag mal! Oh, dieses Gefängnis geht vor die Hunde. Anderes Thema, um mal von diesen Schwachmaten hier wegzukommen. Prison Architect ist jetzt endlich Version 1.0 und bietet auch eine Kampagne an. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang die ist, aber schreibt mir doch bitte mal unten in die Kommentare, ob ihr nicht eventuell mal zur Abwechslung zu diesem Schwachmatengefängnis die Kampagne sehen möchtet oder sowas. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Ich werde es mir so oder so anschauen, aber ob ich es dann halt aufnehme oder nicht, entscheidet ihr. Also schreibt es bitte in die Kommentare und ich versuche es dann schnellstmöglich als Episoden einzuspielen. Das war unnötig. Aber... Gut, wie viele Gefangene brauchen wir jetzt noch? 5 Stück und ja. Ich möchte keine Schwerverbrecher haben. So. Wie viel haben die jetzt geliefert? Ach gut, ein gemixtes. Polizistenmörder. Es konnte ja nicht schlimmer kommen. Jetzt haben wir ein Problem. Das wird der nächste Tod. Das wird der nächste Tod.
Weil die, unsere Wachen, haben jetzt was gegen den Extrem. Jetzt kommt alles aber knüppelhart. So, du. Bist eigentlich super, Max. Nöt. Das gibt einen Toten, ich sehe es kommen. Was machen die jetzt hier schon wieder? Diese Gefangenen mögen uns nicht. Ganz und gar nicht. Wir haben mal einen fragwürdigen Ruf. Das Gefängnis läuft nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft habe. Nicht mal ansatzweise so gut. Moment, ich muss gerade mal. Maus, komm her. Die Einlieferung stoppen. Wir können noch zwei der normalen Gefahrenstufe annehmen. Ja, die werden wir auch noch brauchen. Gut. Das Gefängnis stellt sich gerade auf übelste Weise gegen uns. Was ich nicht gedacht hätte, dass das jetzt schon passiert. So, ich mache jetzt mal diesen hier, damit wir mal eine größere Menge an Gefangenen aufnehmen können, die dann hier oben mit versorgt werden. Das heißt, ich werde hier gleich noch das Fundament erweitern, beziehungsweise das kann ich gerade mal tun. Tisch, Tisch, Wand. Das wären 16 und wir haben hier 8, 16 und unten den Duschraum. Das ist okay. Dann, beziehungsweise wir können eigentlich noch. Hier noch Tische hinmachen, dann können die mitessen. Und dann, ja, machen wir es so. Das heißt Fundament, Ziegel. So, und hier brauchen wir einen Eingang. Den Eingang machen wir dann hier oben hin. So. Hier brauchen wir wieder die Mauer. Das kann 50 versorgen. Das sind 8, 16, 32, 40, 48, ein bisschen mehr. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch einen Serviertisch. Den können wir dann. Eigentlich hier an den Rand stellen. Und die Tische dann halt verschieben. So, und wir haben kein Geld mehr. Badam. Dann brauchen wir. Ja. Ich sehe den nächsten Tod kommen. Ich sehe ihn kommen. Das ärgert mich jetzt extrem. Ärgert mich jetzt so richtig. Gut. Ja. Da muss jetzt leider der Kredit ran.
Den kann ich auch nicht erhöhen, weil unsere Kreditwürdigkeit liegt nur noch bei 90.000. Und ich kann keine Anteile verkaufen. Wir sind pleite. Und die Gefangenen werden auch irgendwie nicht abgeholt. Das ist richtig toll. Die sind jetzt wenigstens weg. Wenigstens ist der hier noch nicht umgebracht worden von unseren Wärtern, was aber auch noch eine Frage von Zeit ist. Okay. Na kommt, bringt sie doch mal rein. Ist doch kein Zustand. Okay, Moment. So, wir machen jetzt mal. So, damit die eventuell die Leute mal abholen. Wir etwas Geld bekommen, aber auch nicht wirklich prall. Könnten die bitte mal abgeholt werden? Wo kann ich noch eine Patrouille einsparen? Bringt die Ver bitte noch mal. Ich bin echt geneigt, dieses Gefängnis nicht mehr weiterzuführen, weil es hier gerade überhaupt nicht funktioniert, was funktionieren soll. Ich bin etwas sauer, weil das Spiel gerade nach Version 1.0 irgendwie sich komplett anders verhält. Zumindest in diesem Spielstand, den wir vor 1.0 angefangen haben. Noch ein Toter. Ernsthaft. Gut, nicht gut. Ich werde mir jetzt noch mal übelst überlegen. Ich werde vielleicht noch eine Folge machen in diesem Gefängnis, und wenn es dann nicht besser wird, unsere Finanzen sind im Keller, wir können nichts tun, dann werde ich eventuell entweder die Kampagne anfangen, um euch da noch einen Einblick zu verschaffen. Prison Architect wird auf jeden Fall weitergehen, oder ich werde ein neues Gefängnis anfangen und hoffen, dass damit die Bugs dann behoben sind. Schauen wir mal. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und falls ihr Tipps oder irgendwas habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht hilft es mir dann beim nächsten Gefängnis. Aber gut, ja. Danke fürs Einschalten. Tschüss!